Wir sind heute auf der Vilstalbrücke, auf dem ersten Überbau. Und wir konnten heute erstmalig feiern, dass wir einen durchgehenden Schienenweg von Wendlingen bis Ulm haben. Das heißt, wir haben alle Gleise so gebaut, dass wir wirklich einmal von Wendlingen bis Ulm durchfahren könnten. Und hier auf der Vilstalbrücke trifft sich's jetzt. Wir haben die 120 Meter Schienen auf die Strecke hochgefahren. Mit den 120 Meter Schienen wurden die Gleise erstellt. Die sind wir teilweise mit Bahnwagen gefahren, teilweise auf Spezialwagen. Und damit konnten wir die Strecke ausrüsten und dann mit den endgültigen Schienen die Gleise bauen. Wir sehen hier eine Schienenschweißung. Bis letzte Woche waren hier tatsächlich die 120 Meter Schienen ungeschweißt da. Und die letzten Arbeiten in der vergangenen Woche war das Zusammenfügen dieser benachbarten Schienen, sodass wir jetzt ein endlos geschweißtes Gleis vorhanden haben. Heute Nacht wird das letzte Schienenstück der Vilstalbrücke verschweißt. Wir könnten hier am Tag arbeiten, weil die Temperatur es aktuell zulassen würden. Aber die Baustelle ist so komplex mit so vielen Personen, so vielen Fachbereichen, dass der Tag und die Nacht genutzt werden muss. Und wir durften in die Nacht. Wir haben hier eine Laschenverbindung, einen Baustellestoß, damit die Baustelle arbeite, fahre, die Schiene verbunden werden können. Werden die verlascht mit einer Lasche und Schraubzwinge verschraubt, damit für den Bauzustand die Schiene befahren, montiert, betoniert, bearbeitet werden kann. Und diese werden zum Schweißbeginn gelöst. Dann stellen wir eine Schweißlücke her von 25 mm. Und dann beginnt das Thermit-Schweißverfahren. Nach dem Herstellen der Schweißlücken haben wir die Negativformen angebracht. Und haben diese mit einem speziellen Sand, der sehr tonhaltig ist, abgedichtet. Nach der Vorwärmung setzen wir die Schweißportion auf in Form von diesem silbrigen Eimer, da wo das Schweißthermit drin ist, das Thermitgemisch, und entzünden dieses. Und dann reagiert es komplett durch bis zu einer Temperatur von ca. 2500 Grad und danach schmilzt so ein Tropfen durch, dann fließt das flüssige Gemisch in unsere Negativform ein. Danach demontieren wir den Tiegel runter und die Vorrichtung. Lassen die Schweißung abkühlen, damit das flüssige Metall erstarrt. Und dann hat er die Stoppuhr da, dann muss er, ich muss jetzt genau fragen, ich glaube 5 Minuten, muss das abkühlen lassen. Danach nehmen wir die Schleifmaschine und machen einen Grobschliff und nehmen schon mal das Gröbste runter, solange es noch warm ist. Sonst haben wir noch, wenn es abgekühlt ist, zu viel Schleifarbeiten. Nach dem Feinschliff merkt man die Schweißung nicht mehr. Man sieht es als Fachmann, wo die Schweißung ist, aber das rollende Rad soll die Schweißung nicht merken. Die Schienenschweißung ist natürlich so hergestellt, dass wir über den Fahrkopf keine Übergänge haben, sondern dass es wie eine durchgehende Schiene ist. Und lediglich in dem Bereich des Schienenfußes und des Schienensteges sieht man noch die Schweißung. Wenn man von oben drauf guckt, sieht man nichts. Wir haben tatsächlich ganz viel von unseren Leistungen schon erledigt. Ja, tatsächlich ein Grund zum Feiern, weil wir sehen, was wir alles geschafft haben. Wir sehen natürlich auch noch, was vor uns liegt. Aber das meiste ist tatsächlich geschafft und deswegen sind wir alle stolz.
Sie haben jetzt aus der Brücke eine Eisenbahnanlage gemacht. Und klar ist auf jeden Fall, ohne Schienen fährt keine Eisenbahn. Und deswegen ist das für uns ein ganz besonderes Ereignis, wenn wir eine durchgehende Schienenverbindung von Wendlingen nach Ulm erstmals zur Verfügung haben und damit sozusagen einen Schienenverkehr überhaupt erst machbar gestalten. Wir haben hier in den letzten Monaten und Jahren insgesamt 60 Kilometer Strecke. Das sind 120 Kilometer Gleise und 240 Kilometer Schienen verlegt. Mittlerweile, das sind roundabout 15.000 Tonnen, die da hier, sagen wir, eingebaut wurden. Und Sie sehen links und rechts, wir sind noch nicht fertig. Wir haben erstmal die durchgehende Schienenverbindung da, aber es wird noch ordentlich gewerkelt, links und rechts. Das heißt, die letzten Arbeiten müssen noch abgeschlossen werden, bevor wir dann den nächsten Step machen können. Auf dem einen Gleis sind wir mit dem Gleisbau tatsächlich fast fertig. Auf dem anderen Überbau ist der Rohbau gerade dran, die restlichen Arbeiten so herzustellen, dass wir Anfang nächsten Jahres den Überbau auch bekommen und dann ab voraussichtlich März anfangen, dort ebenfalls das Gleis zu bauen und den Endzustand herzustellen. Wir sehen, was wir tatsächlich geschafft haben. Wir sehen, dass das Projekt dem Ende zugeht, obwohl wir noch einiges vor der Brust haben. Aber uns fällt bei sowas ganz großer Stein vom Herzen und macht Freude auf den nächsten Part, der noch vor uns liegt.